Ich bin der erste Polizeihauptkommissar Peter Feser von der Verkehrspolizeidirektion Freiburg. Wir geben Tipps und Informationen rund um die Urlaubsfahrt. Und so gehen wir hier mit der Aktion Was wiegt was? Den Besuchern Tipps und Informationen, dass sie nicht überladen ihre Fahrzeuge, die Wohnmobile und die Caravanen. Und das haben wir anhand von verschiedenen Beispielen ausgestellt, was sehr oft die Fehler sind beim Beladen. Das heißt, man nimmt Getränkekisten mit, 6, 8, 10 Träger Mineralwasser, eine Gasflasche, eine Kabelrolle. Und es gibt das Gewicht, das letztendlich dazu führt, dass die Fahrzeuge überladen sind. Das ist hier eine Aktion gegen Übermüdung. Die Aktion heißt Fit on Tour. Und wir haben hier einen dezenten Hinweis darauf, dass man während den Pausen keine fetten Nahrungsmittel zu sich nimmt, dass man da eher Salate, Obst isst, ja, und auch Mineralwasser, kein Alkohol auf keinen Fall. Dann, das hält länger die Konzentration aufrecht. Und das ist so ein kleiner Hinweis, beziehungsweise da kommen wir mit den Messbesuchern ins Gespräch. Das ist ein Kindersitzgrößentor. Da können die Kinder bzw. die Eltern messen, ob das Kind noch einen Kindersitz benötigt. Das heißt, das Kind kann abmessen, ob es schon 1,50 Meter ist. Beziehungsweise ab 12 Jahren braucht man keinen Kindersitz mehr, wenn man älter ist wie 12 Jahre. Und das ist immer wieder ein großer Anziehungspunkt. Das ist unser Highlight hier. Bei den Reifen, da muss man natürlich darauf achten, dass die verkehrssicher sind. Das heißt, verschiedene Dinge sind ganz wichtig, unter anderem die Profiltiefe, das Reifenalter. Und was das Wichtigste ist, ist eigentlich der Reifendruck. Und viele Dinge kann man auf der Reifenflanke selbst lesen. Wir sind nicht nur an diesem Wochenende hier auf der Messe, sondern wir sind auch am nächsten Wochenende an allen 3 Tagen hier an der gleichen Stelle und wir freuen uns über jeden Besucher, weil bei uns steht die Verkehrssicherheit im Vordergrund.